Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mars Effect Andromeda. Wir machen uns heute jetzt erstmal wieder auf zurück nach Ilos, gucken mal, wie es da inzwischen aussieht, machen noch ein paar Quests und dann geht es aber munter weiter bald ins nächste System. Ich bin ja mal gespannt, wo uns das Ganze als nächstes hintreibt, also wie der zweite Planet aussehen wird. Der erste war jetzt ja so ein bisschen wüstiger. Ich bin mal gespannt, ob man so im Theme bleibt oder ob man auch verschiedene, ganz unterschiedliche Biome dann nachher bekommt. Aber das werden wir dann sehen. Und vor allen Dingen, ob es noch weitere Rassen oder sowas gibt. Ne? Bis jetzt haben wir ja nur die Rassen gesehen, die es auch aus Mass Effect sonst so gab. Plus halt jetzt diese Cat heißen sie, so rum. Die Cat, die wir da die ganze Zeit besiegen. Aber sonst haben wir da noch nichts Frisches gesehen. Also eigentlich alles altbekannt, wie man es kennt. Und los geht's. Kommt da so ein bisschen Podracer-Vibes, oder? Ab in eine Galaxiekarte. Cora wollte etwas von Ihnen. Cora will was von mir? Okay, warte. Wenn Cora was von mir will, dann reden wir erstmal mit Cora. Cora, ich möchte bitte zurück. Ich bin wieder zu blöd. T, weißt du? Mit T beende ich das jetzt. Wo ist Cora? Machen wir mal die Map auf. Also, Kalo. Suvi, Cora. Ich finde das gut, dass man die Leute anpingen kann, dass man direkt weiß, wo man hin muss. So, hier lang. Hier nicht lang. Oh mein Gott, mein Orientierungssinn ist sowas von Armer, das ist ja nicht mehr normal. Muss ich nach unten? Hä? Ich bin so hart verwirrt, Mann. Gehen wir mal runter. Es gibt leider kein Better Dingsbums Mod oder so. Wo ist denn Cora? Cora, wo bist du? Ich hab zwar eine Karte und finde ich trotzdem nicht. Ist es doch oben, ne? Ja. Ist doch nach oben. Das wird wahrscheinlich so ein Running Gag werden, ne? Fuchs wieder zu doof. Was war das für ein Geräusch? Das klang irgendwie, als wäre irgendwas entweder fertig mit Aufladen oder... sonst irgendwie los? Bei euch? Ich arbeite zusammen mit Vetra an der Beschaffung von Prothesengel und den anderen Dingen, über die wir gesprochen haben. Sie sind zu gut zu mir, Doc. Und ich kriege nichts? Wird da jemand bevorzugt, Lexi? Was? Nein. Was? Ja, ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Ja. Saubere Luft, Pflanzen. Das hilft mir beim Denken. Beschäftigt sie etwas? Vielleicht. Oh. Was zum Teufel war das? Ich kenne diesen Blick. Das ist nur die Reaktion meiner Biotik auf das alles. Normalerweise passiert mir das nicht. Eine Jägerin sollte sich besser unter Kontrolle haben. Eine Jägerin? Ein anderes Wort für eine Asari-Elite-Soldatin. Ich war eine, vor der Initiative. Manche Dinge wirst du einfach nicht los. Wie den Verlust des alten Mannes. Sie waren eine Asari-Elite-Soldatin? Wie kommt eine menschliche Soldatin zu den Asari? Wenn sie beweisen, dass ihre Biotik einen Truppentransporter in Stücke reißen kann, werden die Leute nervös. Komisch eigentlich. Die Allianz hat mich dann rasch zu einem speziesübergreifenden militärischen Programm versetzt. Nach Tessia, zu einer Jägerinneneinheit. Einer der wenigen Orte, wo meine Kräfte willkommen waren. Ihr Vater hat einen weiteren geschaffen. Kannten Sie meinen Vater gut? Sie waren seine Stellvertreterin. Waren Sie auch Freunde? Er war eher ein Mentor als ein Freund. Klar, er war ein mürrischer alter Bastard, aber damit konnte ich leben. Die Leute behandeln Genies, als wären sie aus Glas. Mir war egal, wie klug er war. Und ich glaube, das hat ihm gefallen. Wir haben alle ein bisschen was verloren, wa? Es gibt zurzeit überall Verluste. Dad, die goldenen Welten. Ein Freund und Mentor, der sie dazu ausgebildet hat, ein Pathfinder zu sein. Als ich sagte, ich würde ihnen nicht im Weg stehen, war das ernst gemeint. Aber ich habe mich als rechte Hand ihres Vaters jahrelang vorbereitet. Und dann wählt er sie aus. Ein untrainierter Pathfinder soll so ein Chaos in Ordnung bringen. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht? Wird das ein Problem, Cora? Ich will keine Konkurrenz. Nur Antworten. Es ist, wie es ist.
Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, ihnen zur Seite zu stehen und die Mission ihres Vaters am Leben zu erhalten. Vielleicht bekommen wir dann alle das, weshalb wir hergekommen sind. Warum sind Sie denn hergekommen? Was hat Sie nach Andromeda geführt? Meine Biotik. Dass ich denke wie eine Asari-Jägerin. Ich hatte nie ein Zuhause. Ich war nie mehr als ein nützlicher Freak. Die Initiative machte den Eindruck, anders zu sein. Und sie wird anders sein, falls diese Mission Erfolg hat. Also werde ich dafür sorgen. Hier ist es schön ruhig. Und ich kann mich um die Pflanzen kümmern, während ich arbeite. Als erstes müssen wir rausfinden, ob es Neuigkeiten über die Arche der Asari gibt. Ihr Wissen würde uns definitiv weiterhelfen. Wenn Sie reden wollen, ich bin hier. Ja, weiß ich nicht. Also du warst jetzt gerade nicht unbedingt sonderlich freundlich zu mir. Also es wirkte jetzt nicht so, als wären wir dicke Kumpels oder Kumpelinnen werden, aber ich rede jetzt trotzdem mal mit ihr, komm. Ryder? Also nochmal zurück zum Thema Asari-Elite-Soldatin. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Erzähl mal. Was haben Sie gemacht, während Sie Teil des Asari-Militärs waren? Ich war 4 Jahre bei einer Elite-Einheit, die sich Talanes Töchter nannte. Sie war Teil des Spezies-übergreifenden militärischen Integrationsprogramms des Rates. Ich schätze zwar, Sie hatten beim Schutz des Arcturus-Portals eine aufregendere Zeit. Aber wir haben etwas Gutes getan. Selbst im Asari-Sektor war die Sicherung des Friedens ein Fulltime-Job. Erzählen Sie mir von Ihrer Einheit. Wie war Ihre Elite-Einheit so? Janae und ich waren die Frischlinge. Tatis war unsere erfahrene Scharfschützin. Kalia hat uns zusammengeflickt und Valenza hat zwischen den Gefechten gebetet. Unsere Kommandantin Nisira hat uns durch den gesamten Athene-Nebel und noch weiter geführt. Die Arbeit einer Jägerin hört nie auf. Soldaten werden leider immer gebraucht, das ist so. Jede Zivilisation braucht jemanden, der sie verteidigt. Ja, und normalerweise entstammen diese Verteidiger der jeweiligen Zivilisation. Aber Asari-Jägerinnen sind verdammt anpassungsfähig. Da fragt man sich doch, wie unsere Miliz in 100 Jahren aussehen wird. Wie ist Ihre militärische Karriere denn so verlaufen? Erzähl mal. Sie waren doch bei der Allianz, bevor Sie Jägerin wurden, oder? Wieso hatten Sie sich verpflichtet? Wegen meiner biotischen Fähigkeiten. Ich habe noch auf dem Frachter meiner Eltern gelebt, als sie sich zum ersten Mal gezeigt haben. Eine ungeschulte Biotikerin auf einem Raumschiff ist gefährlich. Aber wir konnten uns keinen Lehrer leisten. Die Allianz bot mir Implantate, eine Ausbildung, alles. Aber das ist Schnee von gestern. Sie sind dran. Erzählen Sie mir doch nochmal, was Sie nach Andromeda geführt hat. Ich hatte Jahre damit verbracht, zuzusehen, wie Pioniere die Arcturus-Massenportale durchquerten, um Ruhm zu erlangen, während ich zurückblieb. Dann ist die Karriere meines Vaters den Bach runtergegangen. Niemand wollte sich die Finger an seiner KI-Forschung verbrennen. Ich habe davon gehört. Das muss für Ihre Familie alles verändert haben. Wir brauchten einen Neuanfang. Wir mussten gemeinsam irgendwo neu anfangen. Oder zumindest so gemeinsam, wie wir eben konnten. Also Andromeda. Die Raiders. Keiner von Ihnen denkt jemals in kleinen Dimensionen, oder? Haben Sie jemand Besonderes? Frage für einen Freund. Sind Sie mit jemandem hierher gekommen? Vielleicht mit jemandem, mit dem Sie gedient haben? Ich hatte meinen Spaß, wenn wir mal Landgang hatten. Aber das war nie etwas Ernstes. Asari-Jägerinnen sind experimentierfreudig. Aber ich war dort, um zu kämpfen, nicht um mich zu verlieben. Okay. Und wie sieht das jetzt aus? Haben Sie... nee, das wollen wir nicht. Sie sind experimentierfreudig, kann das sein? Heißt das, Beziehungen unter Asari-Elite-Soldatinnen sind okay? Es kommt vor. Wenn auch meistens nur für einen Einsatz. Asari bleiben normalerweise nicht langfristig mit jemandem zusammen. Ich schätze, wenn man erstmal seinen 500. Geburtstag gefeiert hat, lernt man eben, sich zu beherrschen. Die Arche der Asari, hast du irgendwelche Infos dazu? Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Nach der Lucinia? Wir überprüfen sämtliche eingehende Kommunikation. Bisher haben wir allerdings noch nichts Konkretes gefunden. Sonst noch irgendwas zur Arche? Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Es gibt nichts Neues. Aber bleiben wir optimistisch. Na, alles klar. Kriegsgeschichten? Nach 4 Jahren bei den Asari-Elite-Einheiten haben Sie doch bestimmt ein paar spannende Kriegsgeschichten zu erzählen, oder? Nisira hat mal einen kroganischen Warlord mit einem Satz Spielkarten getötet. Mit Spielkarten?
Man kann offenbar daran ersticken. Wow. Okay, dann will ich mir mit ihr lieber doch nicht verschätzen. Reicht dann erstmal, ne? Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Das weiß ich, das weiß ich. Ich hoffe, wir werden vielleicht dann doch noch Freunde. Der Start war jetzt... Ich kann sie ja ein bisschen nachvollziehen. Muss für sie ganz schön dissend gewesen sein, aber dennoch. So dann darauf zu reagieren. Hier noch irgendwas los? Dieser Raum ist noch frei. Ich wette, da kommt noch wer. Komm, also eine Person muss ja noch kommen. Aber unser Team ist doch ganz schön klein. Muss man einfach sagen. Und bis jetzt habe ich auch noch nicht, also wenn ich vergleiche so mit den anderen Mass Effect Teilen, ne? Da war das Team ja an sich so eine, das hat ja alles einfach so zusammengespielt und man hat irgendwie alle gemocht und irgendwie war es ein, also gut, man hat nicht alle gemocht, es gab auch welche, die man nicht mochte, aber so insgesamt war das halt einfach wie so eine Familie. Und dieses Gefühl ist aktuell noch nicht da, aber wir sind ja noch relativ am Anfang, ne? Mal gucken, ob diese sich das noch einstellt. All diese Geheimnisse. Irgendwann muss ich auch mal eines erkunden. Ja, du kannst ja mal mitkommen, vor, ne? Wie es wäre, durch eines hindurchzufliegen, das wäre eine echte Herausforderung. So, wir gehen mal einen zurück. Ist hier jetzt noch irgendwas? Nee, ne? Hier sind wir fertig. Dann gehen wir noch einen zurück. Dann gehen wir jetzt erstmal dahin, wo wir schon waren, und zwar zu Eos. Das ist hier. Gehen wir erstmal, was ist denn das? Pfeiffer 0%. Jetzt gehen wir erstmal nach Eos. Gehen wir da nochmal hin. Machen da erstmal nochmal fertig. Dann gehen wir zur nächsten Main Mission sozusagen. Eins nach dem anderen hier, ne? Jo, gleich da mal eben hin, du. Bisschen das Universum erkunden. Das ist hier System. Heimat von Eos und Prodromos. Jo. Hier ist unsere erste wunderschöne Außenposten am Start. Jetzt gucken wir uns mal den ganzen Kram an. Jetzt haben wir nämlich hier noch Pili. Pili da mal eben hin. Mal gucken, was hier abgeht auf Pili. Gibt's hier irgendwas? Auf Pili ist nichts los. Okay. Pili hat uns leider nichts zu bieten. Dann haben wir Konzu. Fliegen wir mal direkt von Pili weiter nach Konzu. Ich finde es schön, dass man zumindest jetzt mal kein Spritproblem mehr hat, ne? Schauen wir uns den nächsten hier an. Hier vielleicht irgendwelche Anomalien? Oh ja. Schön. Da. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ja, direkt abwerten, ne? Beryllium. Okay. Und zurück. Damit hätten wir das auch. 73%. Dann haben wir noch H276. Und fahr doch mal da eben hin, ne? Wenn wir dann gleich auf Eos nochmal landen, um eben, wie gesagt, die ein paar Quests noch zu machen, die offen sind, werde ich euch auch nochmal von den zwei Mods erzählen, die ich noch zusätzlich installiert habe. Das waren jetzt Empfehlungen von meiner besseren Hälfte. Die uns das Leben wieder ein bisschen erleichtern. So, sieht ja ganz cool aus von der Oberfläche her. Ja. Sonde gestartet. Satellit entdeckt. Ein wissenschaftlicher Überwachungssatellit, der von den ersten Forschern auf Eos gestartet wurde. Obwohl seine Mission nach dem Scheitern der ursprünglichen Besiedlung von Eos abgebrochen wurde, konnte er wertvolle Daten über H276 sammeln. Das ist ja schon mal cool. 50 Milchstraßen-Forschungsdaten. Okay, cool. Noch weitere Sachen? Nee, ne? Das sagen die immerhin. Die sind wenigstens so nett und sagen dir immer, okay, da sind Anomalien. Also man muss nicht wie früher einfach alles absuchen. Dann haben wir hier noch einen Asteroiden. Da sind bestimmt nur ein paar Materialien drin oder so. Gleiten wir doch mal ganz entspannt da drüber. Man kann das zwar wegdrücken, wie gesagt, da unten, man sitzt ja auch mit Tab überspringen, aber ich würde sagen, wir genießen das immer, weil das ist so schön animiert und man sieht dann ein bisschen die Umgebung. So oft kommt das ja nicht vor. Eisenvorkommen. Da kann man das ruhig mal machen, würde ich sagen. Sieht schon cool aus, also.
Grafisch kannst du dich echt nicht beschweren. So. Was haben wir hier noch? H60. Kann man irgendwie reinzoomen? Nö. Ich würde sagen, wir fahren dann erstmal noch hier hin. Nach Nanook. Hatte mal eine Freundin, die hieß so. Das war ihr Nick. Nanook, der hat doch mal ein Bild für mich gemalt. Grüße gehen raus an Nanook. Lang ist es her. Weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Nanook. So, keine Anomalien, gar nichts. Nanook. Nanook ist ein Wasserstoff-Methan-Gasriese. Die Trümmer in seinem Orbit deuten darauf hin, dass ihn die Cat bereits näher untersucht haben. Okay, Cat haben wir schon alles abgeriegelt, abgeerntet. Da gibt es nichts mehr zu finden. Dann bleibt noch dies hier, H060. Auf geht's. Oh. Neben H06 ist so ein kleiner Mini-Planet dahin. Habt ihr ihn gerade gesehen? Oh, das sieht aber fies aus hier. Von der Oberfläche her sieht aber fies aus, ne? Auch keine Anomalien. Oh, bestimmt wenig los so insgesamt. Na gut. Dann dürften wir ja jetzt eigentlich 100% haben. Wunderbar. Und dann landen wir jetzt nochmal wieder auf EOS. Letztes Mal EOS erstmal. Und danach geht's weiter zu neuen Ufern, Leute. Dann haben wir es geschafft. Jetzt haben wir genug geredet. Genug Weltraum erforscht. Du gehst das gleich mal zum nächsten Planeten. Ich bin selber ja ganz aufgeregt, wo es uns hinführt. Und vor allen Dingen, ob man dann mal auch langsam was von den anderen Archen erfährt irgendwie, ne? Also bis jetzt ist ja archenmäßig noch nichts los. So, dann lande mal hier. Möchten Sie von Bord gehen? Das möchte ich. Das kann erstmal so bleiben. Da habe ich aktuell noch keine Präferenzen. Leite Sinkflug ein. Jo, mach mal. Die Werte passen. Alles ruhig. Da sind wir wieder. Schön. Schön, schön, schön. So, Aufgabe in der Zukunft erwacht. Mit Darkith Tyrvion sprechen. Das ist jetzt mein Plan. Warte, falscher Knopf. Ich wollte M machen. Mach mal die Karte auf. Da sind doch schon ein paar Quests. Das ist doch bestimmt das hier, oder? Kann ich diesen Quest jetzt nicht auch einfach irgendwie... Ich bin verwirrt, Leute. Alter, was ist denn das alles? Okay, ich habe ja diesen Perk freigeschaltet, der uns jetzt diese ganzen versteckten Lager anzeigt. Das ist ja übel. Okay, nice. Ich würde sagen, da kommen wir noch nicht hin, das ist noch zu übel. Journal, bitte. Ich soll ja mit irgendwem sprechen. In der Zukunft aufgewacht. Alter, jetzt muss ich diese Mission erstmal wiederfinden. Der Geist, Entwicklung, Weg eines Helden in der Zukunft aufgewacht. Da, das bitte verfolgen. Das müsste doch jetzt hier irgendwo sein. M? Ja, da. Okay. Let's go! Wir müssen auf jeden Fall so ein Geheimversteck noch aufsuchen. Also ihr seht, es gibt sehr viel zu looten. Sehr viel zu tun. Und während wir so ein Geheimversteck aufsuchen, kann ich euch dann gleich mal noch den Mod zeigen, den ich installiert habe. Oder die zwei Mods. So, sie müsste jetzt nämlich wieder da sein, die gute Wissenschaftlerin. Ja. Hallöchen. Darkith Tyrvion. Pathfinder? Darkith Tyrvion. Ich weiß, ich wurde vorzeitig aus der Stase geholt. Meine Familie ist dankbar dafür. Aber ich stehe in ihrer Schuld. Irgendwann wird jeder geweckt. Das mag sein, aber sie sollten zumindest auch davon profitieren. Ich betreibe jetzt Exostudien, aber in einem früheren Leben war ich Taktikexpertin. Wenn ich die Cat auf diesem Planeten mit Nachschub versorgen müsste, würde ich reindriften. Und es gibt nicht allzu viele Gravitationsrouten. Hier sind ein paar NAV-Punkte, die Sie auf Anomalien überprüfen könnten. Gute Jagd, Pathfinder. Okay, Cat-Lager im Physias-System finden. Das ist ziemlich cool.
Okidoki, so. Jetzt machen wir Folgendes, Leute. Wir holen uns unser Autowagen. Und suchen dann jetzt gleich erstmal nach so einem Loot-Crate-Ding. Und ich zeige euch dann die zwei Mods jetzt noch eben, ne? Wird ja mal Zeit. Meine Lieben, aber bevor wir damit starten, machen wir jetzt erstmal mal wieder einen kleinen gemütlichen Break, denn der Hahn hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist Zeit für eine kurze Pause. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.